Und? Einsammeln hier, mein Freund. 5! Ich finde 5 Pistolenmunition. Das ist unverhältnismäßig. Es ist unverhältnismäßig. Leute, wie denkt ihr euch das hier in diesem Spiel? Das kann doch nicht sein. So, schalten wir mal rüber. Das ist eine Kiste. So, da, wie stehen, schalten wir bloß von der anderen Seite aus. Schnuppel die Wupp. Ach, nee, komme ich gar nicht ran, oder was? Okay. Muss ich ganz außen rum. So, und zwar hier lang einmal. Hoffentlich, hoffentlich. Dankeschön. Lieber nicht. So. Dieser Wicht, Moinsen, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, wir sind jetzt noch gerade in den letzten Zügen, hoffentlich. Oh, ein Perlenangriff. Naja, von Resident Evil 4. Wir sind jetzt gerade auf der Insel angekommen. Back to the island. Und ich hoffe, dass... Steht doch einer. Oh. Von hinten. In den Arsch. Klingt irgendwie ein bisschen schwuler als eigentlich gedacht, aber egal. So. Zack. So. Okay, okay, okay. Hier kommen wir rum, hier kommen wir rum. Hier rauf. Zack. Sunshine. Schön. Lol, stirb. Brauch Kanalpunkte. Was? Hast du etwa gegen mich gewettet? Hast du etwa gegen mich gewettet, Sunshine? So, na, keine Wette draußen, oder? Ich kann sagen, hier, der Benny hat doch noch ja nicht hier. Das ist erstmal noch heißes Thema, irgendwie, wer wann hier wie frühstückt, habe ich hier vorhin gelesen. So, okay, was finden wir hier? Nicht. Kann ich hier durch? Na, hier klettert er auch nicht rüber, ist ihm nicht, ist ihm zu hoch. Ist aber ein Top-Athlet. So, oh, gut, da komme ich da hinten lang. Ja. Das hätte jetzt fast das hätte ja auch jetzt. So, das ist jetzt blöd. Scheiße, wie komme ich jetzt hier lang? Komme ich hier an? Nee, komme ich nicht. Ich jetzt hier lang laufe. Ich bin bloß hier vorne, was bringt mir das? Das bringt mir gar nichts. Kann ich dort da durchkrauchen? Hm? Is that possible? Nee, das wird nicht. Das wird nicht. Im Original muss das hier so ein komisches Lichträtsel lösen. Und jetzt musst du hier wahrscheinlich die ganzen Waffensysteme hier einfach so einstellen, irgendwie, dass du überall rankommst. Bin ich hier vorne schon drin gewesen? Ich glaube, hier liegt es lieber nicht ran. Schon. Ja, aber es regnet. Das ist blöd. So, kurz hier nochmal hoch. So, wenn ich den umschalte, zeigt er doch nach vorne eigentlich. Denn das kann doch mir eigentlich Latte sein, ne? So, perfekt. So ist gut. Ne, hier kann ich nicht lang. Ich muss hier vorne durch. So, wenn ich ihn jetzt umschalte, weil ich komme da vorne ja nicht über den kleinen Treppenabsatz. Dann müsste ich doch eigentlich, hoffe ich, denke ich, dran vorbeikommen. Also außenrum quasi. So der Plan. So, jetzt kann ich hier nämlich lang. Ich kann unten nicht durch. Unten nicht durch. Komme ich hier? Können wir nochmal? Komme ich hier durch? Hier komme ich durch. Hier komme ich lang. Hey, rote Kraut. Und eine Kiste.
Nehmen wir alles mit Kusshand, aber bringt uns tatsächlich nicht näher an die Problemlösung. Wie komme ich denn jetzt da durch? Wenn die Waffe anders eingestellt ist, komme ich gar nicht erst in dieses Haus hier drin. So komme ich jetzt hier nicht durch. So komme ich hier nicht durch. Was ist denn das für ein Kack? Sag mal, bin ich jetzt zu blöd dafür oder was? Das kann doch nicht sein. Komme ich hier vorne durch? Würde das reichen? Ah, wird nichts, oder? Ich schätze mal, wenn die uns sieht, rotzt die auf uns, bis wir tot sind. Ich glaube nicht, dass sie einfach bloß so stehen bleibt. Das ist, ich renne jetzt einfach durch. Ich probiert einfach. Glück ist mit dem Mutchen. Ah! Na, scheiße. War nix. Ah, okay. So, der holzt hier komplett durch. Der holzt hier komplett durch. What? Achso, ihn. Dich hat keiner völlig vergessen. Bye bye. So, warum kann ich nicht hier rein? Das würde tatsächlich eine Menge irgendwie erleichtern. Aber will der nicht. Macht er nicht. Will er nicht. Okay, gut, gucken wir mal weiter. Da hat der Benny hier wirklich erstmal eine schöne Wette laufen lassen, ohne dass ich das mitgekriegt habe, ob ich verrecke. Kannst du nur. So, Glückwunsch an Sunshine zu. Oh. Nur es scheint eine gute Gewinnausschüttung gewesen zu sein. Glückwunsch, Sunshine. So, hier komme ich vorbei. Das rote Kraut haben wir. So. Jetzt habe ich genau die gleiche Situation, wie sie vorhin war. Hä? Boing. Könnten wir tatsächlich damit irgendetwas bewirken? Warte mal. Hier vorne muss ich auch nochmal kurz ran. Badabom, badabem. So, die schalten wir aus. Fiep. Sunshine braucht die Punkte für heute Abend. Ja, übrigens, ich weiß jetzt noch nicht, ob mit Martin und Liz gestern schon kommuniziert haben. Es wird so sein, wir spielen quasi, ich möchte mal fast sagen, gegeneinander. Ja, heißt also, wir haben beide unsere Kanalpunkte, also beide Kanäle, haben ihre Kanalpunkte dementsprechend angepasst, dass nur noch Jumpscares über die Kanalpunkte oder über die Bits aktiviert werden können. Ja, bei Martin sind es die Bits, bei uns sind es die Kanalpunkte. Und ja, es wird darauf hinauslaufen, quasi den anderen irgendwie zum Schreien zu kriegen. Ja, weil wer, ich sag mal, so und so oft geschrien hat, hat halt schlicht und ergreifend verloren. Was der Verlierer nachher machen muss, das werden wir nachher bekannt geben. Es wird auf jeden Fall, es wird nicht schön. Es wird nicht schön. Also spart eure Kanalpunkte und Coffees und Bits und Bytes und sonst irgendwas. Ihr werdet sie wirklich nachher brauchen. Ich bekomme mir ja schnell zum Schreien. Sunshine, du kennst aber auch, ne, weißt aber auch, wie Martin ist. Ne? Also ich denke, ich mache mir tatsächlich ja keine Sorgen um Liz oder um Benny. Das sind ja beide stoische, ruhige Menschen. Oh, warte mal, kann ich da vorne durch? Da vorne kann ich auch vielleicht durch. Miep. Das Ding wird wahrscheinlich zwischen mir und Martin laufen. Irgendwie. Nein, er hält nicht rein. Er hält nicht rein. Warum denn nicht? Kann ich hier durch? Ach, er ist so ein Pansen, Alter. Na, also. Das wird auf jeden Fall witzig. So, jetzt komme ich hier hin. Das ist alles schön. Das bringt mir alles einen Scheiß hier irgendwie. Kann ich da nur durch eine drauf schießen?
mit erreichen? Dürfte eigentlich auch nicht, oder? Muss die Lampen mal ausschießen? Kann ich mir auch nicht vorstellen, eigentlich. Und sonst eine kugelsichere Glühbirne da oben. Mhm. Wie komme ich hier rüber, wenn dieses Geschütz aktiviert ist? Wie komme ich hierher? Auf diese Seite. Was mit der Seilbahn? Welche Seilbahn denn? Welche Seilbahn? Wo? Hier so ein Stromkabel oder was? Oh, was ist hier mit dem Sack? Nüscht. So, sie ist jetzt schon umgeschaltet. War da nicht einer? Nee, leider nicht. Wir müssen tatsächlich, wir müssen da oben rein. Das ist der Weg. So. So, wenn sie nach unten schaut, zieht sie über die ganze Bahn. Und die kommt komplett nicht mehr rüber. Ne, ich komme nicht mehr rüber, denn. So, hier vorne, wenn ich jetzt hier reingehe und hier rüber springe, komme ich hier nicht durch. Und dort auch nicht. Hier komme ich nicht rüber. Nee. Kann ich auf dem Kubitäner klettern? Nee, kann ich auch nicht. Na sag mal. Kann er jetzt hier so schwer sein? Kann ich eigentlich den Sensor zerstören? Nee, kann ich nicht. Hier hoch? Nee, kann ich auch nicht. Ne? Ja. Hast du aber gesagt. Was, ein Scherz? Ja, hab ich dir gesagt? Weiß ich nicht mehr. Warte mal, kann ich jetzt an dem Ding vorbeilaufen? Kann ich doch an dem Ding vorbeilaufen? Nee, ich komme ja nicht ganz hoch. Ich komme da nicht ganz hoch. Hier müsst ihr durch, hier müsst ihr grinnen, dann werdet alles kein Problem. König drüben raus und dann yippie-kaye. Winkt er mir hier? Was? Hallo. Wackelt noch ein bisschen mit Schwänzchen. Schön. Okay, was ist denn, wenn wir hier Explosivgeschoss, interessiert die auch einen Scheiß. Tatsächlich. Ich werde die Dinge auch wahrscheinlich nicht zerstören können. Das wäre auch zu einfach, glaube ich. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Oder warte mal, kann ich den doch von hier aktivieren, indem ich jetzt hier dran vorbeischleiche und sage, komme ich hier irgendwie ran? Nein, kann ich nicht mit einer Granate zerstören. Ich glaube nicht, dass man sie zerstören kann. Das wäre zu einfach, glaube ich. Einfach bloß immer blöde, falsch gedacht irgendwie oder was falsch eingeschätzt gerade. Wenn ich jetzt die nochmal umschalte, nach vorne. Zeigt sie wohin? Zeigt eigentlich auf die Mauer. Das heißt, ich müsste eigentlich durch das Fenster da durchkommen, oder? Also nach meinem Denken her, ich
Probiert mal. Oh, da war noch was. Oder? Fällt noch einer Ofen? Ah, leck mich doch. Oh. Echt? Okay. Ja, es hätte so einfach sein können. Einfach. So, okay. Dann los, nochmal umschalten, das Ding. So, hüppeln wir mal runter hier. Einmal rüber. Jetzt sind wir natürlich auf der Seite. Ja. Das ist halt einfach einmal Epic Fail, ey. Oh Gott. Die nächsten, die mir entgegenkommen, werden dafür büßen. Ballester! Einfach nur Sackschüsse. Ja, und ein Dicker. Mist. Ach, die können... Ach, die können spucken? Stirb! Qualvoll! So, bada bam, bada bum. Haben wir hier? Oh, guck mal, ein schöner Akkuschrauber. Ja, Makita ist das nicht. Festool lasse ich auch nicht gelten. Ist halt so ein billiger Bosch. So. Ach, leck mich. Wieso denn? Ach, Kinder, nie. Haben wir schon was für einen Sniper? Ja, haben wir wieder. Schnips. Hat er genommen. Hat er genommen, das Ding. Schau mal hier. Schlunz, ich dich weg, du Spacken. Ah, vielleicht sollten wir auch mal ein bisschen mit der Striker jetzt Spaß haben. So, hier müssen wir ein bisschen noch besser. Lilo oder Aldi Nord? Ah, hier ist er! Ah, ist da! Und ob er da ist. Oh. Oh! Huiuiuiuiui, Alter! Hachai! Hat aber ordentlich ein Stück rausgemeißelt, ey. So, oben geht's weiter wahrscheinlich. Ist hier noch irgendwas? Und ob er mich sieht? Bin so ein bisschen versucht, da schon die Lampe abzuschießen, weil ich denke, dass da welche stehen. Wollen wir? Wir wollen. Komm. So, einmal über die Klippe ballern, das wäre natürlich eine geile Kiste gewesen. Aber naja. Und? Ach Gott. Oh, jetzt muss er auch noch nachladen. Jetzt muss er auch noch nachladen. Ich glaub's ja nicht. Schildeinheiten. Die sind nicht geil. Oh, hey, hey, hey. Ohne sowas. Langsam hab ich genug. Ein Eimer auf den Kopf oder was? Sage mal.
Alter, was ist los mit dir? Natürlich bist du noch so ein Ekelvieh. Ey, Mann. Frisst aber ein Schimmun hier alles wieder. Ja, kriegt man gleich ganz verspannten Nacken. So, nachladen. Ach, stehen wir nur noch 16 Schuss hier und 9 im Lauf. Das ist doch nicht normal. Oh, Raketenwerfer, Alter. Raketenwerfer, der Typ. Aber ganz schnell ausschalten. Geht doch. So, geht nur noch so ein Quastpinsel hier ankommt. Okay, erstmal nicht. Dann sind auf jeden Fall noch welche da. Nein. Eins, bitte. Oh, gelbe Kraut. Sehr geil. Schön. Okay. Kann ich hier was wegspringen? Oh ja, schön. Und eine Kiste. Ein Schatz. Ein Luchs. Ein Goldluchs. Hurra. Mein Traum wird wahr. Ah, nicht. So, okay, alles klar. Na denn? Hier noch hin? Ja, auch nichts, ne? Wo ist jetzt diese blöde Öllampe weggeschossen irgendwie und nichts passierte. Okay, also hier kommen auf jeden Fall kommen hier welche angeschissen. So, jetzt bräuchte man tatsächlich den Bolzenwerfer mit den Granaten. Das wäre geil. Oh! Den habe ich jetzt nicht gesehen. Cool. Okay, alles klar. Das ging ja. Ach, das war wohl noch nicht. Natürlich. Schuss. Oh. Ach, Scheiße. Sprengstoff? Ach nee, Quatsch, das Knistern ist hier. Nee, das ist jetzt auch so scheiße. Wartet? Ja. Oh Gott. Danke. Holla, holla. Na, das lief doch. So, hier haben wir noch was zum Zerdeppern. Oh, 3 Schuss. Damit komme ich weit. Damit komme ich richtig weit. Danke. Danke, liebes Spiel. Du bist so großzügig zu mir. Könnt ihr tatsächlich eher mit Pesetas töten, als mit Munition? Warum? Warum ist das Spiel so geizig, was Munition angeht? So, kurz mal erstmal alles nachladen hier. Oh no, Alter. So, wie ist die Karte? Also wir könnten tatsächlich an ihm vorbeischleichen. Oh, ein Raketenwerfer-Typ auch noch. Halten Sie Ashley hier fest? Also wir könnten dran vorbeischleichen. Machen wir mal. So ein Schalldämpfer wäre natürlich jetzt eine geile Sache. Wer weiß, was da in dem Container noch drin ist. Hier. Wir gehen jetzt hier weiter. So, kann man hier nochmal kicken? Ey, 100 pro... Alter, guckt ihr da mal an, was da rumrennt. Ist bestimmt noch irgendein Arsch in diesem Container drin, der da rauskommt. Mit einer Kettensäge oder irgend sowas. So als Kompott. So. Okay.
Okay. Aluköfferchen hier vorne, sieht gut aus. Aber auch vermint hier alles bis unter Dach. Was haben wir denn hier? Seinkristall. So. Also man hört das Piepen und man weiß dadurch auch, okay, alles klar, es ist vermint. Frage nur, wo? Was ist das für eine Knister, was ich hier schon wieder höre? Ihh, ein Käfer, ihh! Oh, 10 Schuss. Ist aber ein Gönner. Ja, machen wir mal ein Safe. Vielleicht auch oben, ne? Kann auch sein. Also wir sind auf jeden Fall nicht allein. So, das Ding lasse ich auch. Mich doch am Arsch, Alter. Er hat natürlich, als er die Waffe gezogen hat, ist er... Ach, leck mich, ey. Ist er natürlich aufgestanden, weil er natürlich nicht im Hocken die Waffe ziehen kann. Ach, ey, Spacken, Alter. Gibt doch gleich schlechte Laune hier, ey. Entschuldigung. Aber es ist... Ach, so was ärgert mich. Kann er noch weiter hocken, irgendwie. Kann er wohl mit der Waffe im Anschlag hocken. Was ist da so schwer dran? Ja, wäre ein schöner Plan gewesen. Ausführung schlecht. So, kannst du die Goldplättchen, die du immer findest, mit dem Lux kombinieren? Lass mal gucken. Nee, der will anscheinend auch nur Edelsteine haben. Schade. ...40.300, immerhin. Das ist schon ein guter Preis. Das ist schon ein guter Preis. So, gibt's hier noch was. Aber guter Tipp, Mitty. Danke. Schöne Idee. So, hier schöner Pausenraum. So, findet man hier noch irgendwas? So. Dann machen wir mal die Taste auf. Okay. So, bin gespannt, was uns jetzt wieder entgegenkommt. Wellen des Abschaums. Mal hier vorne runter. Ah, dachte halt Gold zu Gold. Ja, gute Idee, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob die hier so eine... Oh, okay. Cutscene. Ashley! Ashley! Schrei doch nicht so rum, Mann. Komm schon, wach auf!